Herr Kollege Marschall. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Schlimme Dinge waren in der letzten Zeit in der Neuen Westfälischen zu lesen. Schlagzeilen wie keine Mittel für Schüler aus anderen Bundesländern und kranken Schülern in NRW droht Aussperrung. Die sorgten für gepflegte Panik. Was ist passiert? Der Landesrechnungshof, der hat moniert, dass nach der aktuellen Verwaltungspraxis der Stellenbedarf bei Schulen für Kranke teilweise alle Schülerinnen und Schüler auch aus anderen Bundesländern erfasst, die in NRW beschult werden. Das sei aber nicht richtig, denn, so der Landesrechnungshof, nach Nummer 2 des Runderlasses Schule für Kranke, Ermittlung der Schülerzahlen zur Berechnung von Lehrerstellen vom 20. Januar 2004, da käme es darauf an, dass eine Schülerin oder ein Schüler hier in NRW schulpflichtig ist. Und schulpflichtig, das ist nach dem Schulgesetz eben nur, wer in NRW seinen Wohnsitz hat oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder eine Ausbildungsstätte oder eine Arbeitsstätte. Aber der Aufenthalt in einem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen begründet eben keinen gewöhnlichen Aufenthalt. Das ist die Ausgangssituation. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen. Entweder man reitet jetzt auf dieser Welle der Panik mit, schreit CETA und Mordio und unterstellt der Landesregierung, sie würde Kinder und Jugendliche aus anderen Bundesländern vom Unterricht ausschließen wollen, in den Schulen für Kranke. Oder aber man geht die Sache einfach etwas unaufgeregter, pragmatischer an und sucht nach Lösungsvorschlägen. Ein solcher deutet sich im Entschließungsantrag der Kolleginnen und Kollegen von den regierungstragenden Fraktionen an. Man kann nämlich auch einfach den Erlass ändern. Entkoppelt man nämlich die Berechnungsmethode von der Schulpflicht als solcher oder fügt beispielsweise einen Ausnahmepassus für eben solche Fälle wie Schulen für Kranke ein, dann sollte das Thema schnell vom Tisch sein. Und hoffentlich möchte niemand hier im Haus und auch nicht die Landesregierung Kinder, die an einer schweren Krankheit leiden und die nur an speziellen Kliniken in Nordrhein-Westfalen behandelt werden können, zukünftig von der Beschulung an eben diesen Kliniken ausschließen. Die Schulen für Kranke, Das ist eine großartige Sache. Und wenn es sie nicht gäbe, dann müsste man sie erfinden. Also lassen Sie uns bitte unaufgeregt einen Weg finden, allen Kindern, die es mit ihrer Krankheit schon wirklich schwer genug haben, auch eine entsprechende Beschulung zu ermöglichen, und zwar egal, aus welchem Bundesland sie gerade kommen. Und noch eine Bitte. Bitte lassen Sie uns an dieser Stelle nicht über irgendwelche Länderausgleichszahlungen für Schülerinnen und Schüler reden, die aus welchen Gründen auch immer in einem anderen Bundesland als ihrem Heimatbundesland beschult werden. In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage des Kollegen Abuschat hat die Landesregierung mitgeteilt, der bislang durch die KMK-Vereinbarung Gastschulbeiträge für Berufsschüler vom 15. Mai 1964 geübte gegenseitige Verzicht auf Ausgleichszahlungen im Fall von Berufsschülern, der beruhe darauf, dass davon ausgegangen werden könne, dass sich die Pendlerzahlen regelmäßig ausgleichen. Lassen Sie uns bitte davon ausgehen, dass das im Fall der Schulen für Kranke auch so ist. Auch wenn ich weiß, dass es bei den Schulen wahrscheinlich nicht ganz hinkommt, aber nimmt man zum Beispiel große Kurorte hinzu, dann lassen Sie uns doch bitte kein großes Bürokratiemonster erschaffen, das höchstwahrscheinlich alle Einnahmen sofort wieder auffressen würde. Und lassen Sie uns auch nicht vergessen, dass wir gerade bei den Schulen für Kranke über insgesamt wirklich niedrige Fallzahlen reden. Diese Fallzahlen, die rechtfertigen diesen bürokratischen Aufwand einfach nicht im Mindesten. Grundsätzlich verstehen wir natürlich den Wunsch der CDU, aus der Opposition heraus fehlerhaftes Regierungsverhalten zu kritisieren und solche Fehler wie diesen aufzuzeigen. Und dafür gibt es auch sicherlich viele passende Anlässe. Aber die aktuelle Situation betreffend Schulen für Kranke ist dies offensichtlich nicht. Das hätte sich auch mit einer Nachfrage oder einem Bericht im Ausschuss klären lassen. Und daher lehnen wir den Antrag der CDU ab und werden dem Entschließungsantrag der regierungstragenden Fraktionen zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marschall.